Kopfbedeckungen gibt es scheinbar seit Menschengedenken. Sie erfüllen unterschiedliche Funktionen. So schützen sie den Kopf vor Nässe, Kälte, Wind und anderen Widrigkeiten. Im Laufe der Zeit übernahm die Kopfbedeckung zur Schutzfunktion auch die Repräsentationsfunktion, wurde Sinnbild für Status, Macht und Einfluss. Heute ist eine der Kopfbedeckungen der Hut. Dieser, abhängig von Form, Farbe, Material, ist heute Symbol für Entscheidungen und Verantwortung. Der Hutträger somit der Entscheider und die Person, die die Verantwortung trägt. Die Rolle und die Erwartungen an den Hutträger haben sich nicht geändert. Hier ein paar Beispiele. Hallo zusammen, heute geht es um Hutträger. Ja, wir haben in unserer Aufgabe als Entscheidungsträger tatsächlich unterschiedliche Hüte auf. Und jeder Hut zeigt ein bestimmtes Verantwortungsbewusstsein oder die Verantwortung muss ich übernehmen. Ja, und dann geht es eben darum, welchen Hut setze ich gerade auf? Welcher Hut ist gerade das, wo ich meiner Rolle gerecht werde? Was wird von außen von mir verlangt? Also, gibt es den Entscheidungshut, den Kompetenzhut, den Mitarbeiterhut, den Kollegenhut oder auch den Führungskräftehut? Hallo, ich bin Hutträgerin, weil es sich einfach super toll anfühlt, Verantwortung zu übernehmen. Egal wofür, für das eigene Leben, für bestimmte Situationen und Entscheidungen. Okay, wenn es schief geht, so what? Dann lerne ich was draus, aber wenn nicht, ist es ein so tolles Gefühl, weil es ist dann mein Erfolg. Ich habe die Entscheidung getroffen und mein Selbstwertgefühl steigt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Entscheidungen treffen, manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben und so ähnlich wird es auch dem einen oder anderen Klienten gehen, wenn eine Entscheidung ansteht, die vielleicht auch das ganze Leben verändern kann. Hier bin ich der passende Partner. Mit den richtigen Fragen begleite ich Sie auf Ihrem Weg, um die passende Entscheidung im beruflichen Umfeld zu treffen. Ich freue mich auf Sie. Hallo, ich möchte euch gerne meinen Freund Johnny D. vorstellen. Johnny D. ist Hutträger, wie wir alle. Manchmal sind die Hüte, die er aufsetzt, komplett überdimensioniert, sodass er überhaupt keine Orientierung mehr hat. Davon ist nur abzuraten. Die andere Variante, viel zu kleine Hüte, die machen nun auch nicht so besonders viel her. Nicht weiter zu empfehlen. Es kann auch vorkommen, dass der Hut zwar auf den Kopf passt, aber leider nicht zum Typen. Super ist es, wenn der Hut, den Johnny D. trägt, angenehm zu tragen ist, auf den Kopf passt und zum Typen passt. Aber Vorsicht! Rings um uns herum fliegen jede Menge Hüte herum. Diese Hüte sind nicht für uns bestimmt, sondern für andere Personen. Also, Finger weg davon! Herzliche Grüße! Eure Mareike Totzek. Von klein auf möchte ich eigentlich Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und dachte mir immer, ich finde das vielleicht bei den coolen Menschen. Finde ich aber nicht. Also habe ich mir eine Quelle gesucht, wo ich Entscheidungen treffen darf. Habe also die Brille gegen meinen Hut getauscht. Irgendwie dumm gelaufen. Jetzt habe ich zwei Entscheidungen und darf sie treffen und habe Verantwortung und sehe aus wie ein Clown. Denn irgendwie passen wir nicht zueinander. Entweder ist mein Kopf zu dick oder mein Hut zu klein. Und dann reden die immer darüber, Verantwortung
ist sexy. Ich trage den Hut. Und wenn wir ehrlich sind, ist es genau das, was ich immer machen wollte. Wenn wir ehrlich sind, fühlt es sich auch ganz gut an. Die meiste Zeit zumindest. Natürlich ist es so, dass man mit einem Hut immer im Mittelpunkt steht. Und natürlich ist es so, dass es die einen oder die anderen gibt, die auf den Hut zeigen und sagen, wäre es nur dieser Hut nicht und dafür ein anderer. Oder würde sie diesen Hut ganz anders tragen? Es ist klar, den Hut zu tragen heißt, Verantwortung zu tragen. Verantwortung zu tragen und auch Entscheidungen treffen zu können. Und sich für etwas entscheiden, heißt auch eine andere Alternative zu unterlassen. Hallo, mein Name ist Christian Witoku, ich bin Vertriebstrainer von Kybos. Beim Kybos Online-Kongress geht es um das Thema Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Sie sehen, mein Hut ist mir leider etwas zu klein. Was heißt das? Ich kann da noch reinwachsen. Ich kann Verantwortung übernehmen. Ich will darunter nicht leiden, sondern dieser Hut geht mit mir mit, wenn ich entsprechend richtig entscheide und Verantwortung für mich als auch für andere übernehme. Und das zeigen wir in unserem Online-Kongress, wie das geht.